Zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, zu Ostern oder zur Taufe füllen sich die Kirchen gerne. Aber an den meisten Sonntagen bleiben die Kirchenbänke immer öfter leer. Aktuelle Studien unterstreichen, der traditionelle Gottesdienst ist nicht mehr attraktiv. Welche Zukunft soll der traditionelle Sonntagsgottesdienst haben? Darüber hat die Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die Diskussion eröffnet. Wir haben seit den 70er Jahren unsere Gottesdienstkultur so entwickelt, dass wir eigentlich immer einer additiven Logik gefolgt sind. Wenn wir eine Idee hatten für einen neuen Gottesdienst, dann haben wir ihn zusätzlich gemacht. Wir haben also unser gottesdienstliches Angebot im Grunde vervielfältigt, ausgebaut. Ich glaube, dass diese Zeiten ein Stück vorbei sind, dass man umgekehrt jetzt gucken muss, nicht im Sinne eines Rückbaus, sondern im Sinne einer Konzentration zu sagen, was sind die gottesdienstlichen Formate, die wir auf Zukunft hindurchhalten können, angesichts einer kleiner werdenden Kirche, angesichts von weniger Pfarrern und Pfarrerinnen. Was braucht es vor Ort, was braucht es im Ensemble unserer gottesdienstlichen Angebote? Und da müssen wir über die Gemeinde, über die Einzelgemeinde hinausdenken. Wir dürfen nicht mehr nur, glaube ich, vom Einzelgottesdienst her das konzipieren, sondern wir brauchen so etwas wie eine integrale Gottesdienstpraxis. Also wo in einer Region unterschiedliche Angebote gemacht werden können, die zugänglich sind, auch für unterschiedliche Menschen, für unterschiedliche Bedürfnisse. Wir sind in unseren Lebenswelten sehr vielfältig und sehr plural und das bildet sich auch in den gottesdienstlichen Bedürfnissen ab. Bei der Krise rund um den Mitgliederschwund steht die Bedeutung des Gottesdienstes für die Kirche außer Frage. Kirche scheint untrennbar mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen verbunden. Ich würde dafür plädieren, dass man bei regelmäßigen Gottesdiensten bleibt, dass sich nicht die Gemeindeglieder jeden Sonntag überlegen müssen, ist heute Gottesdienst oder ist heute nicht Gottesdienst, um wie viel Uhr ist er denn heute oder ist er in der Nachbargemeinde, sondern dass an festen Orten regelmäßig Gottesdienst gefeiert wird. Wobei man regelmäßige Abweichungen haben kann, denke ich schon. Ja, und man kann überlegen, wie kriege ich Leute von A nach B? Also dass man organisiert, wie Menschen in den Gottesdienst dann auch kommen. Die Gemeinschaft, die entsteht, ist nicht nur zwischen den Menschen beim Gesang, beim gemeinsamen Hören, beim gemeinsamen Beten, sondern die Gottesdienstgemeinschaft ist auch eine Gemeinschaft, die zwischen Gott und den Menschen entsteht. Von daher, die können wir natürlich quantitativ überhaupt nicht messen. Ja, es geht nicht allein um die Quantität, vorrangig nicht um die Quantität, wie viele Menschen da sitzen, sondern wie viele Menschen haben Gemeinschaft gespürt oder sind getröstet und gestärkt aus diesem Gottesdienst gegangen. Ich glaube, dass Gottesdienste sich verändern müssen werden in Zukunft, dass sie dialogischer werden, partizipatorischer, das heißt, dass mehr Anteil genommen werden kann von den Menschen und Einfluss genommen wird auch auf den Gottesdienst in Bezug auf Themen, Inhalte. Wünschenswert wäre eine größere Zusammenarbeit mit bestimmten Zielgruppen, mit Vereinen, mit Expertinnen zu bestimmten Themen, weil ich so die Erfahrung gesammelt habe, da wo Menschen wirklich berührt werden von Themen, sie dann auch begeistert ein Stück weit wieder rausgehen. Freude an der Gemeinschaft, spirituelle Orientierung und Energie, aber wie der Gottesdienst künftig gestaltet werden soll, bleibt offen. Das werden die mehr als 1100 Gemeinden der EKHN reflektieren und ausprobieren müssen. Das lohnt sich, weil das gesamte Personal der Kirche freut sich über solche Experimente und in der Regel hat man ganz viele Leute für sich dabei, wenn man das mal ausruft und sagt, ich habe Lust, einen Gottesdienst am Strand draußen mit ganz neuen Elementen zu machen. Wer macht mit? Da hast du 50% Leute, die sonst nichts mit der Kirche haben, die sagen, ja, ich mache die Technik. Also es gibt ja auch Aufgaben, die man nicht mal ein Bekenntnis abgeben muss. Also da hat man sofort ganz viele Leute so. Während wenn man sagt, kommst du zum Sonntag und willst du mal eine Lesung machen, dann sagen sie, ich kann nicht lesen und außerdem fahre ich immer zum Camping. Also wenn man es wagt, dann hat man Leute an der Seite ganz schnell. Und das ist in der Tat, setzt Zeichen. Davon werden Leute erzählen.